knows how you feel. No one there you'd like to see. The day was dark and full of pain. You write help with your own blood. Cause hope is... Robert, werden Sie heute die Zeit im Flieger vertreiben? Nur mit Schlafen. Ich bin gerade schon wacher in mit Kaugummi kauen. So fertig. Hast du nichts zum Zocken dabei? Nee. Also doch, habe ich schon dabei, aber werde ich nicht machen. Hast du die Nacht durchgemacht? Ja. Ich bin gar nicht schlafen gegangen. Wir mussten um 3 Uhr aufstehen, um Sachen zu packen. Und ob man es glaubt oder nicht, auch ich brauche 2-3 Minuten, bis ich so aussehe, wie ich aussehe. Und von daher sind wir gar nicht schlafen gegangen. Und sind dann um 5 abgeholt worden, 5:30 oder so. Und jetzt ist es schon um 8. Und vielleicht halte ich es noch durch bis um 10, weil dann sitze ich beim Flieger nach New York und da kann ich nicht schlafen. Zweiter Trip in die USA. Was meinst du, was ist anders diesmal? Anders ist diesmal hoffentlich, dass wir irgendwie noch ein paar mehr Fans dazu gewonnen haben als beim letzten Mal. Also wir sind mal gespannt, wie sich das so entwickelt hat auf jeden Fall in der Zeit. Also wir haben ja mitgekriegt, dass zum Beispiel in Kanada unser Album ja auf 6 eingestiegen ist, so, was wir alle ja nicht erwartet hätten. Und von daher sind wir jetzt erstmal für alle Überraschungen offen. Also mal gucken, was uns so erwartet auf dem Times Square dann bei THL und bei unserer Signing Session und so. Also von daher, wir sind mal gespannt, ob sich da was getan hat zum letzten Mal. Obwohl man ja sagen muss, dass das letzte Mal auch schon echt gut war. Also es war ja auf jeden Fall super. Lass uns schon mal checken, wie das so ist bei der Autogrammstunde. Hallo, wollen Sie ein Autogramm haben? Hallo? Wir gehen jetzt hier einfach rum. Ich habe jetzt hier extra meine große Jacke angezogen. Ich habe ein paar Demos mit dabei. Und jetzt verticken wir einfach mal ein bisschen so 2003 Scream-Demos. Nee, aber ansonsten, wir gehen jetzt erstmal was essen. Blendes Hollywood. Und ich will heute Abend eigentlich noch zum Jay-Z-Konzert. Wo ich eigentlich total müde bin, aber das muss ich mir einfach angucken. Wo spielt Jay-Z heute? Wo Madison Square Garden, da spielen wir dann eigentlich auch so in 10 Jahren. Hot Topic, iTunes and Best Buy each carry their own very special edition of our US Scream album with some exclusive bonus content.
your hometown. Look, turn around, man.